liegt lieber daran, schon mehr zu denken. Das ist total seltsam. Habe ich nichts gelernt. Laber doch nicht. Laber nee, irgendwas. Du bist Mann. Bega anstatt Dave. Laber, 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 hör ich hier nur. So, erstmal schiffen, schiffen, schiffen. Genau, ich spiele im PC-Kompatibilitätsmodus. Und der Unterschied zwischen dem Wechseln da direkt ist auch nicht so viel jetzt. Man spürt es nur ein bisschen genauer, die Bodenunebenheiten im kleinen Lenkrad, weil es halt einfach kleiner ist und das, ja. Ist halt einfach genauer dann, aber das, ich spüre sonst alles gleich. Und das Geile ist jetzt, so wie es vorgesehen ist, ich weiß nicht, wie das kam. Wenn ich langsam fahre, kann ich total leicht lenken. Und wenn ich schneller fahre, wird es ein bisschen schwerer, aber auch nicht so ultra schwer. Sondern es ist ganz normal. Man kann es richtig nachvollziehen. Sehr geil. Ja, das klingt doch ganz gut. Und das ist halt auch das Erfolgsrezept, weil es mir jetzt wieder gefällt, weil es ist nicht nur pure Gewalt, sondern man klingt und es geht. Das ist eigentlich total einfach. Am Anfang wird immer schwerer, aber halt dann nicht so schlimm. Ja, es funktioniert. Ja, jetzt im PC-Kompatibilitätsmodus. Davor war es auch schon so. Ich habe es noch mal so getestet. So, Moment, Schiffen. Aber kannst du mir jetzt eine Geschichte erzählen, wenn ich meinen Penis in der Hand halte? Auf gar keinen Fall. weil du weißt, Gegenwisse zieht sich an. Nein. Ich glaube, ich gehe wieder. Tschüss. Ich muss ganz dringend los. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Ja, einen Zahnarzttermin habe ich dir gemacht eben. Rein da. Ja, Wurzelbehandlung. Rein, let's go. Wurzelbehandlung, rein. Ja, da habe ich Bock drauf. Da habe ich jetzt Bock drauf. Juhu. Ja. So. Das ist ja ganz komisch mit Lenkrad. Was ist schon dieses Lenkrad? Dieser Spiegelungsbug. Naja, immerhin nervt das nicht so krass. Es nervt nur ein bisschen beim Fahren, aber. Oh, solange das Spiel einigermaßen läuft. Mit Schatten umgespielt, dass du ein paar Schattensänger aus- und anmachst? Ja, ich habe schon irgendwelche Reflection-Optionen versucht, aber die haben nichts geholfen. Mhm. Graphics. Right Racing! Machen wir mal Schatten. Nee, dann auch nix. Komisch. So, ich weiß dein PC weg, mach den anderen. Der ist bestimmt kein Schatten mehr, der kann nicht immer Schatten darstellen. Ich glaube, ich spiele halt einfach noch die Beta-Variante. Ich glaube, das ist das Problem. Naja. Ja, aber die nächste Beta schon, weißt du, die erweiterte, die nicht released Kandidat. Oh. Mhm. Die wir erst kriegen. Da kann ich mich schon darauf vorbereiten, dass es so ist bei mir. Ja, es kommt noch. Juhu. Also heute bei mir auch nicht viel gepennt, oder? Nur ein Stündchen und halb oder so zusammen in drei Etappen. Ja, so muss das doch, oder? Habe ich gehört. Aber krass. Und dann so gehypt hier. Also das gehypt so richtig aufgebracht. Und wenn ich raus muss, mal voller Adrenalin her. So. Okay. Guys, I'm back in the house.
Gott, ich habe Traktionskontrolle, was ist das für ein Quatsch? Hätten sowas angemacht, so ein Scheiß, Alter. Ach, ein Idiot war das! Immer diese Deppen, ja, sowas drüber mal. Ich meine, das lässt sich schon fahren, so mit dem Bug. Das ist nur ein bisschen nervig halt in der Spiegelung, aber naja, so lässt sich es immerhin wirklich fahren. Geht schon irgendwie. Ja, bei mir sind wir das Gelegge. Mal wieder mal Gelegge. Weiß nicht, was ich jetzt noch ausschalten soll, ey. Kann ich den Chief. Kann ich den Chief auch auf Formel einstellen oder was? Stopp. Wie nicht 22? Mach ein Update da. Ein Update da. Konsole. Wieso geht das nicht? Was ist denn das? Kref. Wieso hat er noch nicht F1 22? Was ist mit dem Sack? Kann ihn zumindest ausschalten, dann stört er nicht. Ne, hat er nicht, krass. Aus damit. Das hier auch weg. So. Weg damit. Mein Fanatic-Ding brauche ich. Da kann ich immer sehen, wie meine Keybinds sind. Das mal jetzt auch mal zu. Also, 11 bis 15 Grad muss das Lenkrad nach oben neigen, damit man angenehmer fahren kann. Der Ron fährt sogar mit 18, sogar meinst du, sogar angenehm für ihn. So Kinn-Brusthöhe vielleicht, je nachdem. Mal schauen, ob ich es morgen hinkriege mit dem Rig. Ich würde am liebsten es gar nicht machen, weil nochmal umgewöhnen, ey, die durch. Jeden Tag umgewöhnen. Ja, das ist langweilig, wenn man sich nicht umgewöhnen muss. Ne? Das ist krass, Mann. Das ist krass. Anders wild. Ein bisschen weiter nach hinten muss ich. So. Füße okay, so weiß ich nicht. So, man sieht ja alles hier. Was da? Das da. Jo, was habe ich noch alles an? Das kann ich ausmachen. Discord. Mal hier auch aus. Die Maustaste beenden. Downloads mache ich auch aus. Den Ordner öffnen, okay. Und man kann sogar bei dem QR-Metalladapter sogar noch so eine Schraube reinschauen, wie beim Logitech. Oh, okay. Aber das ist halt nicht so bündig irgendwie. Das ist nicht richtig. Also ich finde, dass der Plastik-Releaser, Release-Fuzzi, einfacher zu montieren ist als das Metallteil. Metall muss ich irgendwie komisch immer so drücken hier. Muss man Kraft aufwenden, ne? Nee, das nicht. Das geht nicht so smooth rein irgendwie. Das sind mehr Widerstände irgendwie. Da muss ich immer doch zack dagegen donnern irgendwie. Bin geradet worden von Mojo. Der war schon mal da die Tage. Da habe ich voll gefreut auf Chat-Aktivität, aber auch wieder vorbei nach 10 Minuten. Die wollen nicht mit mir reden. Schweine. Keiner will das. Verstehe ich. Aber das ist so krass beleuchtet, das Lenkrad. Man sieht total im Augenwinkel, weil man eigentlich schalten muss auch. Die sind groß. Oh, ich hoffe, dass das Karriereauto auch so ähnlich ist. Naja, hat schon ein bisschen weniger Grip. Ja, das mit Shortshiften klappt aber auch, oder? Ja, klar. Das sollte wahrscheinlich relativ gut helfen sogar.
Du Player Career. Ich war nochmal von Anfang an, weißt du? Nochmal von vorne. Klar! Aber trotzdem bewusst über das Schautisch nicht mehr nachdenken. Das verstehe ich nicht, man, das ist so krass. Ich muss da 100 Meter reicht nicht, 150 ist zu viel. Kann ich rein, oder was? Ja. Komm rein. Kommen Sie rein hier. Kommen Sie alle rein. Aber ich frag mich, wie mache ich es mit der Kupplung dann? Beim Losfahren. Ich hab keine. Irgendein Knopf. Toll. Ah ja. Ich will jetzt nicht irgendwelche Knöpfe der Beine. Ich will jetzt losfahren. Das mit dem Mausding ist lustig, oder? So, ja, das ist geil. Das ist echt krass. Ja. Das hilft bestimmt bei einigen Spielen hier. Gone to Rise ist wieder da. Wäschte, Mann. Wäschte. Mhm. Oh, da ist er reingekommen hier in die Lobby. Oh nein, wer ist das los? Dreckig. Wutkick. Mal schauen, wie oft du rausfliegst oder wie oft wir rausfliegen. Oh Gott, jetzt fahre ich hier wieder richtig oldschool hier, ohne Traktionskontrolle. Ah, schön, dass uns die ganzen Teile wieder gefailt sind, ist doch schön. Geil, oder? Wirklich entspannt dann fahren hier. So, mit dem ganz alten Teil muss man sich nicht umgewöhnen. Läuft bei uns. Grand Prix von Miami. Miami. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Ja. Dein Gesicht hat sich da geschafft. Über den F&E-Bildschirm sagen, was dein Gesicht ist. Gesicht hat nicht funktioniert. Ist auch nicht über die Qualitätskontrolle weggekommen. Genau. Dein Gesicht hat es auch nicht geschafft. So. Hey, willkommen im Team. Staub. Ich heiße Charlie und bin hier der Chef von Team. Hey, willkommen zu dem Team. Ich war doch schon viel drin bei euch. Ja. Also gewöhn dich schon mal. Hey, willkommen zu dem Team. Du kannst von dort aus auf alles zugreifen. Ich bin. Von Nachrichten bis Fahrzeugentwicklung. Oha, wie weit Ferrari in Entwicklung voraus ist. So. Hey. Crazy. Training 3 Regen. Qualifying. Wollen wir da nicht fahren? 1-2 reicht. Qualifying. Und Rennen ist trocken. Jubi! Machst schon wieder leichter, oder Training? Yes, mach ich wieder leichter. Okay, dann let's go. Go to the track! Track! Welcome to Miami! Benvenido a Miami! So, was geht jetzt hier ab? 7, 8. Mich doch. Ich habe mit den F&E-Leuten über die neuen Teile gesprochen und sie wurden erfolgreich. 7, was ist denn Taste 7? Wenn wir Glück haben, 8, 9 war es vorhin. Also probier sie mal aus. Also 8, 9 war es vorhin, jetzt bitte Taste 7. Ich habe die nicht. Ich habe 11, 6, 12, 8. 1, 2, 3, 4. Gibt nicht. 10, 22, 9. Gibt's nicht. Habe ich nicht. Hä? Nein. Sag Schmarre, also ich meine. Was fahren wir hier? Miami. Achso, ich muss ja wieder aussuchen, was wir da fahren. Na, der Scheiß hier wieder. Natürlich raus. Wo soll ich sonst denn fahren? Reinfahren oder? Ich bin auch in der Box. Echt mal. Unsere Box.
Gott, der fährt mich jetzt irgendwo raus. Ey, spinnst du jetzt was? Ach, hier bist du krass. Bist du schon mal 4 Kilometer weiter nach der Box? Oh Gott. Ja, bitte? Sie wünschen? Uiuiui, ist das rutschig. Ja, Reifen müssen wir anwenden, wa? Ja, du bist der Controller-Spieler, klar, ist rutschig jetzt. Der gute alte Controller-Spieler. Ich hab so geil hingesetzt, dich perfekt im Lenker zu lenken, aber mein Steißbein sagt nein. Sagt entgegen. Also, nee, heute nicht. Mal schauen, wo ich hier bremsen muss. Ich mach Zeitfahren schwer. Wow, nee, nee, stopp! Okay. Ich muss zur Box. Geht das nicht so? Ich geht nur beende die Session. Ach, scheiße, Mann. Eventuell habe ich auch den halben Frontflügel verloren. Zweite Kurve, ganzen Frontflügel weg. So viel geübt vorher. Und dann einfach. Mensch, 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 Scheiße, ich verkaufe. Ich rennen, war ein Müll hier im ganzen Ding. Pedal hat sowieso gewonnen. Ich kann ihn jetzt mal. Aber ob ich jetzt andere bewegen, sag ich dir. Versteh nicht. Fährst du eine halbe, dreiviertel Stunde, übst alles und dann zweite Kurve tot, was? Kannst du dir nicht vorstellen? Ja, die Multiplayer-Autos sind schon noch was anderes. Ja, ich hab halt doofe Sachen gemacht. Hat ein bisschen schnell Gas gegeben. Komischen Körper. Dann muss ich noch eine Runde fahren, weißt du? Ja, ich war schon die ganze Zeit mit dem halben Frontflügel. Ach, es dauert wieder mit Reparatur. Bei mir war er ganz weg. Bringt mir nicht viel, weißt du? Siebenundzwanzig Grad wird's wieder, Mann. Krasse Scheiße. 27. Ja, es wird jetzt wieder warm. Kacke. Die Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Oh, ich bin ohne ERS gefahren. Huch. Es war so angenehm kühl. Oh, ich hab's heute schon gemerkt, dass wieder warm wird, mein Zimmer langsam. Ja, bei mir war es auch 27 Grad. Ich dachte, jetzt noch 24,4. Was ich halt nicht verstehe, warum habe ich halt manche Buttons nicht? So macht das Spiel das. Besonders die wichtigen Buttons, wo du da, so da umschalten musst, weißt du, beim Auto. Also, dass du das Setup ladest und so. Aber du hast aber bei beiden Lenkrädern nicht gleich viele Knöpfe und alles, oder? Also.
Hatte ich aber anderen auch nicht. Da sind 1000 Knöpfe mehr und das ist trotzdem nicht die Taste. Ist das doofe. Ey, will ihr das nicht, die andere Wichser. Na komm, rausfahren. Alles fertig. Mechaniker bitte weg vom Auto. Wir sind startbereit. Alles fertig. Mechaniker bitte weg vom Auto. Wir sind startbereit. Ja, die müssen doch diese Scheiße erstmal wegnehmen, die Heizkissen und so. Wieso wollen die weg? Einfach alle weglaufen. Die Heizkissen. Ja, oder? Und da keine Heizkissen. Na klar, das, was soll das sonst sein? Die heizen. Heizdecken. Ja, Deckenkiste, Leihmüll. Also Linkskurven irritiert mich schon ein bisschen, ne? Diese komische Schatten, aber gut. Hart voll Schmarrn. Nein. Jetzt fängt das doch noch an wieder. Leute, ich brauche neuen Frontflügel. Ich kenne da schon so viele Leute, die dran verzweifelt sind an den Autos, ne? Weil die sich so schrecklich fahren auf der Beschleunigung. Was diese Karriereautos? Ja. Kenne ich jetzt schon mehrere Leute, die gesagt haben, sie fahren ist noch nicht mehr. Hm, verstehe ich, würde ich auch nicht ohne dich machen. Den Müll. Multiplayer-Zahlen werden leichter. Und das nur mit den Hypercars natürlich. Deswegen habe ich auf 1. Beste. Bitte warten. Bitte warten Sie jetzt. Meinst du, dann kommt der nächste Patch von F1? So in 10 Tagen? 2 Wochen? Im August dann. An so ein ja. Zweiteiliger Patch. Fixed Front-to-Wing Collar, der irgendwas. Ja, genau. Skin-Issue. Das wäre echt geil. Reicht doch, oder? Ja, also, was sollen wir denn da noch mehr fixen oder so? Kick mich raus! Ich fahr mal gemütlich in der Runde. Dit. Hauptsache Drag Reduction System läuft bei mir. Ist nicht kaputt, doch. Nennen Sie ja mal Dave Reduction System. Stepper oder was? Sagst du mal, sag mal. Dave mit Reduction der. System. Reduction System, das bräuchten manche. Das bräuchte der Rusty zum Beispiel, wenn er da ist. Der Rusty. Habe ich die Folge angeschafft? Was will er machen? 1,37, ach du Scheiße. Das glaube ich nicht. Die Runde war nicht gut, du musst dich noch verbessern. 1,37,595 habe ich geschafft. Sie braucht 1,37. Verbessern, ich bin schon 0,6 hinten, weil ich geschaut habe, wie die Zeiten sind. Boah, jetzt leckt's wieder mal.
Das war immer jeder Strecke Bergsteigen, das kannst du nicht vorstellen. Immer Bergsteigen. Ist doch so, oder? Da verliere ich eine ganze Sekunde, weil ich so komisch... Weißt du, was ich da mache? Weißt du, was man da machen soll? Gott, ich habe so spät gebremst. Kann ich realisieren, dass ich bremsen muss? Ja, ich weiß, dass ich nicht gut genug war. Wir versuchen so schnell zu fahren wie Nadine. Mit Time Trial. Well done. Danke. Okay, jetzt bin ich 1,6 Sekunden vorne, weil ich einfach mal Gas gegeben habe. Hallo Bottas. Aber heißt doch nix. Sag die Engine, oh, die ist nicht mehr so im guten Zustand. Ich fahre meine, bis sie explodiert. Dann weiß ich, dass sie kaputt ist. Dann ist sie kaputt, ne? In UH gar nicht mehr so toll. So, 2,2 Sekunden schneller als letzte Runde. Also wenn es jetzt nicht reicht, dann... Ich habe jetzt mal Gas gegeben, weiß ich mal. Ich habe nochmal Gas gegeben. Einfach mal wirklich mal Gas gegeben. Schon, ob ich hier nicht zu spät bremse. Wir sind 1,35. Lanz? Danke. Genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Ich habe sogar 2 Sekunden schneller, du Wichser. Ja, easy. Ja, wenn okay, man Gas gegeben. Was war das? Nö, einfach diese 5 Runden Scheiße, oder? Eine Runde habe ich geschafft. Muss ich den 5 Runden fahren oder was? Gut. Ich schaffe es, ich schaffe nur 2 oder 3. 3 musst du eigentlich schaffen. Ja, könnte sich noch ausgehen, aber ich glaube nicht, dass ich da durchhalte. Ich bin schon wieder 0,6 besser als die Runde davor. Eine Sekunde besser. Ja, ich kann ja mittlerweile die Zeit steuern, weiß ich mal. Ich hab eine Uhr. Besser nur so schnell wie nötig, ne? Ja, klar. Damit die Teile halt nicht kaputt gehen, man kennt's. Die Strategy. Godriser. Endlich fahr mal wieder, mein Beste. Ja, ist schon ein paar Tage her jetzt. Ich seh nicht den Curb bei der schnellen Geraden, wo ich dann bremsen soll, weil die Sonne scheint. Tolle Leistung bis hierhin, wir bekommen großartige Daten. Dankeschön. Seid ihr heute ein bisschen AC gefahren oder bist du nur Formel 1 gefahren? Ich bin nur Formel 1 gefahren. AC ist Technik gefahren ein bisschen. Aber weil Technik kam ja erst später halt. War am Anfang nicht da. Dann ich hätte Formel 1 rein. Es ist ja auch eigentlich perfekt, das Lenker in der Formel 1 zu testen, weil es ein Formel 2 Lenker ist. Was? Macht Sinn. Oh, ich benenne sie auf der Strecke. Ich jage den Gex. Ja. Oh, okay.
Ich habe mir eigentlich den Bremspunkt gemerkt mit diesem blöden Körper am Anfang, aber ich sehe den hier nicht, alles so. Nach den hier rechts? Ja. Noch ein bisschen, man, bisschen Schatten am Start wird. Programm abgeschlossen. Programm abgeschlossen. Ich kann mit dem Ergebnis arbeiten. Du kannst definitiv besser. Wie nochmal versuchen? Hä? Ich schlag dir in die Fresse. Also, ich meine, ich bin netter. Genau. Nochmal versuchen. Die erste Mal ein bisschen habe ich mich rantast mit das Auto. Ist doch normal, oder? Im Training. Nervig. Oh, da vorne ist er. Da vorne ist er. Wer denn? Du. Achso. Ich muss in die Box. Ich hab dich im Visier. So gut. Bitte Headshot, dann haben wir es hinter mir. Danke. Endlich. Wo ich jetzt überbremsen kann. Gott, Reiser! Ciao. So, was? So, 1,31. Ja, muss man ja nicht unbedingt fahren, weißt du, ich meine, ist nicht notwendig. Mach dein Motor nur kaputt. Ist ja okay. Mach dein Motor nur kaputt. Mach nur. Ja, ich hab Bock drauf. Lass mich doch. Ja, aber nein da. Hallo, Lati, wie? Wie wär's, wenn du schneller fährst? Oh Gott. So, was haben wir denn noch? Haben wir noch Zeit oder was? Ja, 10 Minuten, ne? Ich komm halt hier nicht rein, oder? Nee, warte, ich kann hier rein. Nein, ich komm hier nicht weiter. Schön ist das wirklich, wenn ich für langen Geraden fahre zum Beispiel, wo es halt schön hell ist. Das sehe ich das dann gar nicht, aber wenn ich so einen dunklen Bereich reinfahre, das sehe ich das halt dann richtig schön, wie sich spiegelt. Bist du bereit? Dann los! Finde ich sehr interessant. Ja, ich finde halt immer die Bugs irgendwie in dem Game. Also, hätten sie mir gleich einen Beta- oder Alpha-Zugang schon schicken können eigentlich. Hätte ich denen alles vorher schon zeigen können. Ja, war doch super. Hätten sie trotzdem nicht behoben. Wäre mir sicher. Nee. Gott, mit harten Reifen bin ich gespannt hier. Ey! Wenn jemand rein, gerade links. Ey, box nur da am Vorfahrt. Was für Stress der macht der andere, der Schlonzo. Mit dem. Wir sind nicht in Spanien, du Arsch. Hi. Ui. Oh. Einander jagen. Dann ist aus der Session ausgeschlossen. Also erstmal mit harten Reifen hier. Juhu. Nachher den hast du gerammt, glaube ich, von dem, glaube ich, oder? Er hat mich gerammt. Der ist gerade eben voll langsam. Der ist voll langsam gefahren, nämlich. Hä, bist du? Was machst du denn hier? Alonso! Schlonze, sagst du? Komm, weg! Machst du hier ersten Gang oder was? Oder zweiten? Hä? Alter, was soll die Scheiße? Gut gemacht, weiter so. One track left. Wo sind wir von dem Meer fahren? Hätte ich gerammt, oder was? Ja, wir haben uns gut gefahren. Fährst du da ersten Gang oder was? Oder zweiten da hoch? Ja, zweiten, dann schnell Shortshiften, vierten hoch.
Aber nur auf der Geraden dann, oder? Ja. Weil ich halt rausbeschleunige, dann hier auch shortshiften. Erst in dem Linksnick eigentlich mehr oder weniger dann Vollgas geben. Ist ein ERS-Boost hier an dir? Vorbei. Oh, ich hab diese scheiß Dinger mit den Blöden. Was macht ihr denn? Ich muss hier mein Ding fahren. Ich muss meine Tore hier fahren. Fernando macht hier komische Sachen, ja. Das für die Tore, das sieht man fast gar nicht. Weil die so. Oh, eins verpasst. Ich stech dir gleich was ins Auge, du Arsch. Was willst du? Ich konnte die Tore eigentlich gut fahren, weil ich bin genauso gefahren. Die Strecke nur. Der eine Punkt war ich zu schnell. Nee. Ich hänge hier fest. Nee, hör auf mich zu bumsen hier. Wie kann ich hier was machen? Strecke rücksetzen, komm. Ja, Shortshift den vierten Blödsinn, ich muss fünften, dann gebe ich Gas. Ich fahre entspannt Tore hier, jagt mich jemand hinter mir. Nein, ich verpasst ihn einen. Fuck, ich hab das fast hier das. Oh. Was fährt der denn direkt in mich rein, Hörner fast? Was denn mit dem? Wie stark hast du den gemacht hier? So groß. Mick, was machst du denn? Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Lack hilft mir nicht weiter, mein Freund. Die verpasse ich immer. Schade.
Vorsicht, lass mich vorbei. Muss uns Punkte holen, weiß ich mein. Unser Team. Oh, unser Team. Brauchen die Punkte? Nee! Ich hab's jetzt dreimal geschafft, letztes Mal ist nicht, oder was? Aber passt. Mehr brauchen wir nicht, passt. Haben wir schon in die Garage. So, von mir aus können wir aufhören. Oh, nee, 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 nee. 2 Minuten noch? Oder bist du fertig mit deinem Programm? Ich bin fertig. Ich auch. Ich habe aber das andere Programm noch nicht gemacht. Ich habe 2 von 3 gemacht. Ja gut, ich habe alle, aber ist egal. Ah. Ist schon durch? Ja. Ich suche mein Ding noch da. Hast du schon alle gemacht? Da war Streber, Mann. Ich würd noch ein bisschen was machen. Im zweiten Deal. So ein Streber, ne? Ja, Wahnsinn. Und wie ist es so mit Lenker wieder nach langer Zeit? Formel 1? Ja, mich nervt es immer noch, dass es für der nächste Bug da ist, aber. Ja. Was soll man machen? Aber das liegt doch allein an dir, weißt du? Hat kein Schwein auf der Welt. Ja, wahrscheinlich wirklich. Ja. Ich kein Mensch. Das ist bestimmt, weil die Flagge nicht brasilianisch ist bei dir. Oh oh. Ich zerleg gerade meinen Rig. So, nächstes Dash. Genau. Ich habe mir überlegt, meinen Rig ein bisschen umzubauen, dass ich die Pedale ein bisschen verschiebe. Okay. Wieso? Ich habe aktuell schön zentriert, dass die Pedale zentriert halt in meiner Halterung hier drin sind. Mhm. In meinem Rig. Aber da ich die Kupplung eh nie benutze, habe ich überlegt, das Ganze nach links zu schieben. Ja. Damit Gas und Bremse relativ easy zu erreichen sind mit beiden Füßen. Weil so ist halt Gasfuß easy geradeaus. Aber Bremse halt so leicht versetzt, ne? Und ich muss halt immer so nach rechts bremsen. Und das ist halt eigentlich auf Dauer irgendwie nicht so geil. Das tut weh. Ja, ich fahr zwar schon so ewig so, aber irgendwie denke ich mir jetzt so mittlerweile, Deswegen ist das, was ich habe, finde ich voll geil. Einfach so weit auseinander, weißt du? Ja. Ich mach mal Erz-Management hier. Erz. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus, die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Aber langsam wird die mit, ey, langsam wird die mit, sag ich, sag's da. Langsam mit. Ja, was soll ich sagen? Same! Auch nicht besser. Puh. Weg reinkrabbel. Hab ich nämlich gerade geschafft, zum Ding wegzuhauen. Die Sonne ist ja noch schlimmer. Was ist denn das jetzt hier? Ein dummes Spiel ist in Miami, kann es gar nicht sonnen. Im Winter ist immer Winter. Welcome to Miami. Achso, ich weiß gar nicht, welche. Der Einser-Knopf sagt, das ist da oben, okay. Einfach nicht drücken, sagst du? Das ist der Knopf da, kommt das dann gewöhnt. Ist ja nicht der erste, aber mei. Scheiße, jetzt sehe ich ja noch weniger die Kurve. Nein. So viel Sonne hier, Mann. Kann ich mal ausschalten, das Licht jemand? Schau mal das blöde Licht aus. Diese Scheißspiegel wegmachen, Alter. Nervt einfach, oder? Ich finde das geil. Selbst wenn ich dir zuschaue, habe ich diese Spiegelung, ne? Aber nur in diesem kleinen Kästchen. Also ich schau dir also nur mit einem kleinen Bildausschnitt zu, der Rest habe ich ja mit die Anzeigen drumherum. Aber genau in diesem Fenster habe ich auch diese Spiegelung wieder.
Ja, kann nicht sein. Das ist eher so ein Kamera-Issue, nicht so ein Spiegelung allgemeine Issue. Ich sehe einfach nichts. Ich bin so viele Sachen eingeblendet hier. Oh Gott, ist das hell, oh Gott. Ich sehe ja gar nichts. Das ist super hell. Ja, aber dieses komische Ding auch noch, dieser Strich da, das meine ich eigentlich jetzt eher. Diese Scheiße da, ja, dieses ERS-Müll. Der ist sowieso echt geil, ja. Ich bin einfach mitten in der Fresse hängen. Was soll denn das jetzt hier? Kann ich denn sonst noch ändern, was das irgendwie... Kamera. Ich muss jetzt drei Runden mit der Scheiße fahren, ich sehe halt einfach nichts, Mann. Ich habe vergessen zu bremsen hier, aber egal. Schaffe ich die Runde mit dem? Zu langsam? Ja, ich sehe halt nichts. Ich bin 1,381, er ist 1,373. Habe ich hier noch mehr Striche hier. Was denn jetzt? Also jetzt ist es. Jetzt ist aber also Mario Kart hier. Mal kurz angemacht, einmal hier. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Gute Arbeit, danke schön. Ach so, ich müsste jedes Mal fahren. Komm zurück in die Garage, ich zeig dir die Zahlen. Ich zeig dir mein Penis. Oh, was das? Na klar. Unbedingt wegmachen. Dann hat nächstes Mal. Erinnern Sie mich bitte dran. Gott. Ein bisschen hier. Bist du eigentlich noch fit genug, um zu fahren, Rennen und Quali? Oder machen wir es andermal? Ja, geht so. Also, wir müssen es nicht unbedingt, aber wir können schon. B1. Luft ja auch mal, mir wird's gerade kritisch, ey. Ja, was, das fahren wir halt morgen oder so. Aber ich hab Puls die ganze Zeit über 110, zwischen 110 und 20. Immer schon, seitdem ich... ...dem ich hier bin, nie drunter gegangen. Hab da auch gemessen, Blutdruck 150 zu 110 oder so. 155 zu 150, ich weiß nicht, irgendwie so.
und Puls 120. Jo. Mhm. Wann musst du denn heute raus? Zum 9 rum. Oh, kann schon noch ein bisschen schlafen. So eine Scheiße, ich muss hier warten. Also von mir aus können wir die Session abbrechen, Quali. Gain. Oh yes. Es hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Nochmal zu pushen. Wie komme ich hier raus? Ich kann nicht mehr Start drücken. Wie komme ich hier weg? Start geht nämlich nicht in der Box. Weil beenden und dann starten, oder? Achso. Aha. Boah, Mann, ich sack grad so krass ab. Das ist so wild. Boah. Kannst so gemütlich mit dem Auto links, rechts gefahren da. Die Tore, da sind immer Augen offen, gar nicht geblinzelt, Mann. So. Ja, willst du da noch fahren oder sollen wir morgen fahren? Ich weiß nicht. Also. Weil es ist halt eigentlich blöd, so nach dem Quali aufzuhören, weil dann hast du halt gar kein Training fürs Rennen, ne? Ja. Da wollen wir morgen weitermachen. Also wäre vielleicht besser, wenn ich jetzt nicht direkt penne, aber es ist halt, bin da halt ziemlich fertig. Ich bin irgendwie besoffen. Geht halt schon noch ein bisschen, ne? So Viertelstunde Quali, halbe Stunde Rennen ist. Ja, das ist ein bisschen viel. Das bisschen jo, viel. Ja, machen wir morgen. Gehen wir uns hier einfach raus mit Menü. Vielleicht bringen sie ein Patch raus bis morgen, dass ich ganz normal spielen kann endlich mal. Was träumst du denn schon? Wie ist denn mit dir? Ja, ich träume zu viel von der Valve. Ich erwarte zu viel von Curve Masters. Waren die mir nie so zuverlässig mit den Patches? Generell nicht, oder was? Keine Ahnung, früher hatte ich ein Problem, da war es mir egal. Stimmt. Das erste F1 Game, wo ich so Probleme habe. Seit 2010. Aber naja. Was mache ich denn noch hier? Irgendwas Doofes noch mit 5 Minuten machen. Komm, wir fahren irgendwas mit den komischen Supercars. Supercars? Was gibt's da? Na, komisch. Wo ist denn das? Das ist bei... Ich will nicht Hotlap, ich will die Challenge. Ach, hier ist das ja. Drift. Ich tue immer ganz leicht. Ich finde es total doof, wenn du das Schwere machst als erstes, kriegst du das nicht angerechnet. Das Leichte auch, das Mittlere. Bringt dann, ist er doof. Musst alle machen. Ich probiere mal mit dem 900 Grad. Bin ich jetzt hier? Nach Hungary. Wow. Ja, wie disqualifiziert das denn mit dir? Aha, was machst du schon wieder? Die erste Kurve schon. Nur wieder illegal unterwegs, ja. Oh, mein neues Mauspad ist cool. Ich habe jetzt auch endlich mal eins, was so quer über den ganzen Schreibtisch geht. Ich habe halt meinen Tisch als Mauspad. Ich hasse Mauspad. Der Tisch ist gigantisch. Ich habe so viele Mauspads probiert, aber ich schaffe das nicht ohne Tisch. Okay, aber bei meinem Tisch geht es nicht. Da kommt nur jedes zweite Signal an oder so. Ja, das ist natürlich doof, klar. Mein altes war jetzt richtig im Arsch. Und ich wollte eigentlich wieder ein gleiches haben, weil das passt ja genau zwischen meinem zweiten Bildschirm. Aufhalterung und zwischen meine Tastatur rein. Aber in dem Maß habe ich jetzt keins gefunden mit den Maßen oder nur kleinere. Und dachte ich so, ne. Und habe ich mir gedacht, okay, das eine hier, das geht genau zwischen meinen PC, der habe ich auf dem Schreibtisch drauf. Weil er einfach zu fett ist für die Dinge unten drin.
Und passt genau zwischen rein, also genau vom PC bis zu meinem zweiten Bildschirm, wo die Halterung losgeht, ist das Mauspad einmal. Von vorne hinten auch, genau, also einmal von der vorderen Kante bis zum ersten Bildschirm Halterung. Alles abgedeckt eigentlich. Muss man nur ein bisschen aufpassen, damit ich hier was essen will. Ich direkt mal das ganze Mauspad hier. Ich bin voll gesabbert. Das ist das Dobe. Ich hab's mir mal abgenommen, weißt du? Essen, ja. Abnehmen, wieder hin und habe ich gar keinen Bock gehabt. Und dann kann ich halt, es geht halt von der Bewegung nicht so gut. Das ist echt nicht so geil. Und ja, wenn du einen guten Tisch hast, dann ja. Tisch ist best, und da hat er gar keine Begrenzung, egal wo ich bin. Ist egal wo ich bin. Ja. Ist schon sau schwer zu legen mit dem hier. Das muss ja jeder alles für sich selber wissen. Ja, weil viele kommen und schimpfen, so kein Maus, Maus ist besser, wenn ich mal zu tolerieren, dass er nichts mehr kein Mauspad hat. Also die wenn ich hier gar nicht verstehe, sind diese Plastik-Mauspads, also das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Weiß nicht, wie manche Leute darauf irgendwas aimen wollen, weil das geht doch gar nicht. Kommt gar nichts an. Aber was ich am Tisch halt hatte, ist so, wenn es jetzt halt warm ist und du bist in der Hand am Schwitzen bist, dann klebt man da gefühlt immer fest. Erste Runde immer disqualifiziert, man. Kannst du nicht vorstellen. Die scheiß Schikane ist schon schwer mit dem, Mann. Was ist denn das? Ja, das so. Aber ich finde, die fahren sich auch nicht so geil. Das ist doch viel besser als der Corsa. Ich fahren sie auch scheiße, finde ich, muss ich sagen. Ja, ist ja ein Simulationsspiel, ne? Ich habe gar kein Gefühl hier für die Autos. Aber gut, dann verlasse ich dich jetzt auch gleich. Hier sind ja auch Penner. Weg jetzt hier. Da wieder gereicht. Und da würde ich sagen, wahrscheinlich bis heute Abend. Ich müsste wahrscheinlich normal da sein. Ein bisschen einkaufen und Scheiß, aber dauert ja nicht ewig. Ja. Ich hab kein Rennen, nichts, also sollte eigentlich passen. Hab zum Glück auch keinen Termin, ich muss nur das Backel wegbringen in diesem Arschkissen. Also muss ich nur abgeben. Ja. Und achso, ja, Rick kommt hier morgen. Boah, ich weiß nicht, ob ich das aufbaue. Stimmt, dann geht ja Omega. Ich, vielleicht baue ich das erstmal nicht auf. Vielleicht ist es eine Woche oder so, weil es ist einfach so geil, wie es gerade ist. Weißt du? Meinst du, wie ich mit der Grafik hatte? Er ist einfach toll hier so, weißt du? Erstmal ein bisschen reifen lassen, weißt du? Boah, ich schau einfach mal, jemand morgen Zeit hat, mir zu helfen. Wie viel Uhr ich wach werde und so, wie viel Uhr es kommt. Und, Alter. Boah. Ja, also ich weiß nicht so ganz wann ich komme, also ich weiß nicht, ob ich normal am Abend da bin, aber sonst erst ein bisschen später. Dann könnten wir halt ein bisschen nach Weins fahren, ansonsten weiß ich nicht, ob ihr ACD dann halt morgen fahren wollt. Ja, je nachdem, wie auch auf Techie da ist oder nicht, der mag ja, dem kann ich ja nur ACD fahren. So ein begrenzter Typ, weißt du, Kappa? Ja, kein F1. Was denn? Mehr Steffi. Joa, dann gucken wir mal. Wir machen das schon, oh, um Gottes Willen. Okay. Der schreckt nicht, wie du das fährst. Ja, das ist ja, das geht ja gar nicht, also. Sechs Hobel. Oh. Nee, jetzt habe ich das versaut, mit dem ich nochmal mal den Müll mache. Ich wollte Gold. Oh, ich habe Gold, oder? Ja gut, dann bis später heute Abend, wie auch immer. Genau, bis gleich. Schlaf gut. Genau, bis gleich. Gute Nacht. Ciao, ciao. Nacht, die, tschüss. Jawohl, Gold! Boah. Noch ein bisschen, noch ganz, ganz bisschen. Ich muss ins Bett, ich kann aber ich will nicht, ich bin ein kleines Kind, ich will nicht. Scheiße, ich wollte einfach ins Bett. Wir sind ins Bett gegangen. So eine brachiale Gewalt bei denen, sage ich euch.
Nur das Lenken schwer, kannst du dir nicht vorstellen. Nicht disqualifiziert. Das ist eine Katastrophe hier. Way on your shoulder. Oh, ich hab sogar 7 Gänge, das Ding. What the fuck? Ich sterbe im 7. Gang. Kriegst du doch nie gebremst im 7. Gang. Boah, ich kriege... Schade, ich hätte es schaffen können. Wie habe ich es denn vorhin gebremst bekommen? Ja, komm. Fick dich, Spiel. Also so ein Blödsinn hier. Brachiale Gewalt. Warte kurz, einmal noch testen mit dem anderen. Weil es ist einfach nur schwer. Es ist einfach nur schwer. Was ist denn das Ding da? Passt das eh gut. Ist jetzt mit dem viel leichter, ist viel mehr Kraft über dem. Also es ist viel leichter mit dem, weil du einfach mehr Kraft hast. Das andere ist einfach zu klein dann. Das muss ich sagen, ist viel besser mit dem. Fühlt sich doch besser an mit dem. Ist viel mehr Widerstand, also viel mehr Kraft, dass du besser halten kannst das Ding. Haben die denn gar kein TCS, ECS, ABS, irgendwas, die Viecher hier? Das müssen wir doch haben, oder? Irgendwas müssen die doch haben, oder nicht?
Schaffe ich nie in der Zeit. Geht ja. Ja, aber das ist das Einfachste, ne? Das ist das Einfachste, ist das, das Ding. Krass. Ich sag nur eins, somit kommen wir zum Ende dieser Folge. F1 2022. Heute das V2 E-Sports Ding getestet hier. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, natürlich schnabbern, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, dort mein Follow sagt Hallo, das kostet euch ganz gar alles gar nichts und mir hilft es irgendwann mit Wachstum. Mal schauen. Also, F1 2022, diese Folge Ende. Servus.